So, liebe Wintersportfreunde, es geht weiter mit Dad's Best Ride. Da kommen sie schon. Gott, ja. So. Actionreich geht's hier schon los. Ich frag mich manchmal bei diesen Viechern, was sie vorher waren. Also, waren das auch Menschen oder... Weil die sehen nicht mehr so wirklich humanoid aus. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das sein soll. Aber sie haben menschliche Zähne. Also ja, es könnten durchaus Menschen gewesen sein. Ja. Ich würde schon sagen, irgendwo eine, so eine Art von Menschen definitiv. Es irritiert mich auch jedes Mal in Dead Space 3, dieses Geräusch. Ich immer denke, da ist irgendwas. Okay, sind hier noch weitere Kisten? Ja. So, da ist noch eine Kiste. Na komm. Zieh dich nicht. Guck mal, wie das Medikit da festhängt. Boah, dieses Spiel, ey. Okay, das wieder. Let's go. Gott, ja. Na komm. Oh, das andere ist da unten. Nein! War zu langsam. Beweg dich. Gut. Weiter im Text. Experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Ich sehe da doch was blinken. Nein! Gott, ja, Wobbling Physics. Wer liebt's nicht? So, Feuerrate minus 1 nachladen. Es ist einfach aufgestanden und weggelaufen. Wie kann das sein? So etwas Riesiges verschwindet doch nicht einfach. Nö, nö, nö.
wir schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Man hört sie schon. Sie wollen einem natürlich auch ein bisschen Zeit geben, sich vorzubereiten. Teil gefunden, 1 von 3. Sondenteilen. Das ist das zweite. Und das dritte ist in diesem Käfig hier. So. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Nö, das ist es auch nicht. Ich meine, das ist ein ganz normales... Eine ganz normale Waffe eigentlich, die wir uns dann herstellen im Prinzip. Ey, sonst ist hier nichts weiter. Bleibt ruhig. Weil darunter konnte ich ja nicht, ne? Nee. Die andere Seite komme ich auch nicht. Dann zurück. Wie, Munition ist voll. Beziehungsweise... What? Echt? Shit, mein Inventar ist voll. Was mache ich jetzt? Tja. Entferne... Ah. Gott, ja. Ich brauche eher Munition statt ein Medikit. Sagen wir es mal so. Da ist doch noch was drin. Eine Dose. Ich kann sie nicht rausholen. So. Jetzt kommt der nächste Part. Mit unserem... spinnenartigen Freund. So. Hallo, darf ich mal nachladen? Start. Du hältst jetzt mal schön deinen Schnauzen. Ah, fuck you. Gibt halt nicht auf, ne? What? Was war denn das? Ich kann nicht mal aufstehen. Guck mal, wie der mich im Rebound hat. So, der hat seine Pila noch nicht draußen. Jetzt aber. Gott, du bist so eine nervige Missgeburt, echt. So, auf geht's zurück. Nein, warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werd's rausfinden. Vorratslager untersuchen. Ziel.
Kann ich die Quest nicht anwählen? Ach, wie wechsle ich nochmal die Writer? Achso, mit 1, 2, 3, 4. Da, Mission. Wir nehmen natürlich jede Sidequest mit, wenn sie uns angeboten wird. So, und jetzt können wir auch schon mal das Ding herstellen an der Werkbank. Genau, die Sondenwaffe. Herstellen. Ich muss sie halt erstmal mitnehmen, aber... Ich werde meine andere Knarre natürlich erstmal mitnehmen. Weil die kann ich mir immer noch später aus dem Inventar holen. Was kann die eigentlich nochmal? Wäre Standardrahmen Sondenwaffe. Guck mal. Für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Weiß gar nicht mehr, ob die so besonders stark war, die Waffe. Ich kann mich da echt nicht mehr wirklich dran erinnern, aber... Probier's gleich mal aus. Ah, 10 fehlen noch, okay. Ich dachte mir, bevor ich nochmal ins Inventar gucke, gucke ich hier direkt an der Anzugstation. 10 Wolfram. Ich könnte auch mal den Sucherbot einfach random losschicken, dann kriege ich auch noch was. Also der Sucherbot findet definitiv irgendwas. Aber wenn man dann an einer Stelle ist, wo es wirklich definitiv aussteigt, bekommt man halt mehr. So, jetzt noch ein weiteres Artefakt. Tägliche Gedanken, Jacob Denick. Habt keine Angst vor der Herausforderung, vor den Herausforderungen, die noch vor euch liegen. Denn ihr seid nicht allein. Wir sind Millionen und unser Glaube an die Marker ist unerschütterlich. Wir haben Unterdrückungen überwunden und sind eine der am häufigsten praktizierendsten Religionen in der Galaxis geworden. Mit den Mitteln der Church konnten wir eine Armee aufstellen und damit Earthgov stürzen. Früher oder später wird Isaac Clarke gefunden. Die Schandflecke auf den Markern werden verschwinden und die Konvergenz wird kommen. Bleibt wachsam, das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das sagt irgendwie jeder oder jede Person, die von ihrer Religion massiv überzeugt ist, die etwas mit dem Ende der Welt zu tun hat. Ich merke auch gerade, ich bin ein bisschen dunkel. Ich würde mal kurz... Bin sofort zurück. So, hab noch die Pause genutzt, um was zu trinken. Okay, here we go. Hä? Der schickt mich zurück. Bin ich gerade zurück? Übers wo? Ich dachte, ich war im Aufzug. What? Hier war ich doch gerade. Warum schickt er mich denn wieder zurück? Guter Hack. Hat er die Quest geändert? Aber ich die Waffe hergestellt habe, natürlich. Ich dachte schon so, hä? Bin ich jetzt gerade komplett verwirrt? Weil ich hab gedacht, ich soll diesen Leuchtfackeln hinterher und die liegen ja hier. Führen mich ja zum Aufzug, deswegen dachte ich gerade so, what? Das kann so nicht richtig sein. Ich muss in den anderen Aufzug, oder? Ist nochmal eine Anzugstation und nochmal eine Werkbank, aber da war ich ja gerade schon. Also von daher drauf geschissen. Wo führt mich das denn hin? Wieder ein Skip.
Was haben wir denn da? Waffenarsenal, aktuelle Position, Vorratslager. Ach, im Vorratslager gibt es auch noch was für mich zu holen. Guter Punkt. Genau, und dieses Vehikel, damit können wir uns auf Tau Volantis hin und her bewegen. Mülldeponie, ja, da kommen wir später noch hin. Oh nein, Markerisolierung. Jetzt kommt es gerade alles wieder. Diese schrecklichen Orte. Ja, Vorratslager, da werden wir mal kurz einen Abstecher hinmachen. Dann kann ich nämlich diese Karte, die ich dabei habe, einlösen und kann mir aus dem Vorratslager das schnappen, was ich mir eigentlich holen wollte. Beziehungsweise kann mal gucken, was ich da bekomme. Ich weiß es nämlich nicht. Einmal verlassen, bitte. Dann aktiviere ich direkt die andere Sidequest. Dann kann ich mir jetzt hier aus dem Vorratslager das holen, was ich mir eigentlich holen wollte. Hier das Vorratslager untersuchen, weil ich habe ja diese Karte. So, gucken wir mal, was hier ist. Genau, Bank- und Anzugstationen sind immer da. Ich habe ja die Karte noch, oder? Ja, da ist die in meinem Inventar hier. Dabei. Objekte. Schlüsselkarte zum Vorratslager. Weil ich glaube, da gibt es noch einiges zum Einsammeln. Plus, ich glaube sogar noch mich daran erinnern zu können, dass es da einen Bauplan für eine Waffe gab. 100%ig sicher bin ich mir da nicht. Aber das werden wir noch sehen. Mir fiel es gerade wie in allen, als ich das Skip gesehen habe, dass wir auch jetzt wieder ins Vorratslager können. Ich finde die Anzugsdesigns in Dead Space 2 aber gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. So, die sind alle super unterschiedlich, wie es schon im Zweier war, jedoch gab es da hier und da ein paar farbliche Nuancen, aber an sich... Noch 10 Wolfram brauche ich. Versteckte Munition finden. Dieses Lager scheint in überraschend gutem Zustand zu sein. Strom ist noch vorhanden und die Kammern sind beheizt. Und es kommt noch besser. Mein Rig-Ortungssender peilt Koordinaten tief im Herzen der Einrichtung an. Dieses Log, das ich gefunden habe, erwähnte einen versteckt mit wertvollen Vorräten. Es muss dort sein. Ja. Die Waffe ist so sick. Okay, ich hab die unterschätzt. Wie die einfach in Stücke gerissen hat. Fucking hell. Okay. Nehmen sie. Nehme ich mit. Ist gut. Okay, hier ist nichts weiter sonst. Okay, dann müssen wir das hier überbrücken. Mein Freund, zappel nicht rum, ich muss mich hier konzentrieren. Hm, wo ist er hin? Da. So, jetzt. Eins nach dem anderen. Wow.
die Waffe kickt ass. Aber sowas von. Sehr heftig. Und hier noch alles mit Stase versehen. Ich den Dude hier gerade mit Stase vollgepumpt habe. Okay, das war es erstmal. Da muss ich rein, hier ist nichts mehr. Ja, das sind so Stäbe. Ich hatte dich gelootet, ne? Ja. Manchmal bin ich mir da nicht so 100% sicher. Was ist das? Ist das der Sound vom Eis? Strange, strange. Make us whole, mach uns ganz. Jupp. Der wurde hier schön foltert, beziehungsweise da in dieser Vorrichtung angebracht. Die sind so durch einfach alle. Okay, auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Doch, aber wartet an der Bank, hervorragend. Was das heißt. Sergeant, bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Energiestörung. Wow. Gott, oh Gott. Lass mich los. Bin ich sicher. Weil von hier aus kommen sie nicht. Oh Gott! Okay, ich habe den Eingang nicht gesehen. Ihn doch. Unglaublich. Okay, waren's jetzt alle? Hier noch irgendwer was hinterlassen? Nö. Da kann ich rein, aber es gibt ja noch eine Tür, die ich gesehen habe. Hier so. Führt die mich hin? Ah, okay, die führt mich wieder zurück. Verstehe. Ach stimmt, von da kam ich ja. Sorry. Alright. Gehen wir weiter. Okay, da braucht's einen Generator. Ich hab leider keinen. Ah, okay, jetzt bin ich eine Ebene weiter oben. Kann jetzt auf die andere Seite. Ja, ja, komm. Mach keine Faxen. Ah. Gott, diese Kotzis, wie die mir auf den Senkel gehen. Jetzt vermisse ich gerade meinen Granatwerfer.
Nein, was machst du? Nicht hochklettern. Okay, die habe ich schon gelootet. So, wir haben einen Generator und wir haben mehrere Einlässe. Wir haben oben einen, wir haben da einen und wir haben da einen. Tja, Frage ist, wo setze ich ihn als erstes ein? Ich weiß es nicht. Ich würde mal googeln und sagen, wir machen ihn mal da rein. Eigentlich muss ich da rein, aber ich guck mal, was hier ist. Hm. Doch nur eine fiese Überraschung. Ah, Munition ist wieder voll. Dann nimm die kleinere Medikits. Ich brauche es. Oh ja. Ein Repetier. Okay, des Weiteren ist hier nichts. Dann nehmen wir den hier wieder raus. Na komm. Zieh dich nicht. So. Damit kann ich im Prinzip die Tür öffnen, aber ich setze ihn erstmal hier ein. Bitte was? Rein da! Stasepack kann ich nicht aufnehmen, aber das ist in Ordnung. So, und jetzt mit dem Aufzug. Da kann ich nicht rein. Hier geht's nicht weiter. Ja, da ist nichts. Oh, warte mal. Das hier. Sonst fährt der Aufzug ja nicht, wenn ich das Ding nicht hacke. Das heißt hacken. Eher kurz schließen. So. Geht er jetzt? Ja. Ja. Hallo? Bleib stehen! Guck mal, sobald ich zum Aufzug gehe, macht er kehrt. Nö, ich will das nicht. Kein Bock. Da liegt doch noch was. Ah, Stase-Kit. Stase-Pack. Das kann ich aber leider nicht mitnehmen. Ah, verdammt. Oh, das ist schon wieder alles so voll. So, jetzt aber. Stase kann ich nämlich immer gebrauchen. Was sagt eigentlich mein Vorrat an Wolfram? Immer noch 90. Ich bekomme keinen fucking Wolfram. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück und an der Werkbank erwartet mich der Suchrobot mit ein bisschen Wolfram. Kann ich davon ausgehen, dass es direkt 10 sein wird, damit ich meinen Anzug auf maximale Lebensenergie upgraden kann. Aber mal sehen. Nee. Ah, hier ist eine Bank. Sehr gut. Nice. So, was hat er mir mitgebracht? Gucken wir mal. Oh, doch schon. Ein bisschen übers. So, ist ein abgeladen. Bot bereit für den nächsten Einsatz. Gut, Fact. So, jetzt gebe ich erstmal diese ganzen scheiß kleinen Medikits ab. Damit ich nochmal ein bisschen mehr Munition mitnehmen kann. Ja, das reicht definitiv an Heilung. Diese Waffe kann nicht modifiziert werden. Ach stimmt, weil ich die ja nur für diesen einen Einsatz brauche. Okay, ich hatte nämlich gedacht, oh, vielleicht können wir die Waffe noch ein bisschen pimpen, aber nö. Na gut. Ja, dann war's das erstmal.
So, dann nehme ich das kleine Medikit noch mit. Kann ich auch rein theoretisch nochmal einen Sucherbot losschicken irgendwie? Ja, hier lohnt sich das glaube ich nicht. Schön, hier ist da dran. Ja. Kann auch jemand hinter mir? Nee. Ich finde es halt irgendwie strange, dass es halt mir schadet, in dem was mich langsam macht, aber es macht mir keinen Schaden an sich. Meine Munition wird langsam rar. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier krass Munitionsknappheit hätte, aber so langsam nimmt die Fülle an Gegnern immer weiter zu und somit sinkt mein Munitionsvorrat. Ich kriege halt von den Gegnern auch kaum was an Munition zurück. Warte. Ah, hier bräuchte ich eine Torchstange. Ah, aber die kostet mich Wolfram. Nein! Nein! Okay. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Also ich wollte das irgendwie gerne noch in der Folge schaffen, da reinzukommen. Aber irgendwie... Das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich seine verdammte Kralle nicht abbeißen. Das waren, glaube ich, nicht die einzigen, die hier rumhängen. Oder? Hier keine mehr. So, nach oben. Das ist ein krasses Labyrinth hier. So lauter Gänge und alles sieht super ähnlich aus. Ich würde gut gelaunt sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge nämlich so, dass wir dann die andere Sidequest noch machen. Mit dem Munitionslager. Und dann werden wir dann uns weiterhin mit der Mainquest auseinandersetzen. Ne? Warum auch nicht? Wiggle die Wiggle. Faster! Signal kommt immer näher. Sir, ich weiß ja nicht, wie geht's, aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sorge, wir bekommen bald alle zu essen. Was? Hier lang. Wir bekommen bald alle zu essen. Hier, nimm das. Willst du mal mit meinem Finger knuspern? Ja, so viel gibt's leider nicht zum Ablegen. Aber ich würde gut gelaunt sagen, jetzt werde ich nochmal vielleicht den Sucherbot losschicken. Damit ich beim nächsten Mal an der Werkbank hoffentlich genug zusammen habe, um dann hier bei einer Anzugstation
das nötige Upgrade zu leisten. Die sehen explosiv aus. Ich muss den Aufzug irgendwie darunter kriegen. Aber er lotst mich die ganze Zeit hier lang. Ach, da ist der Aufzug. Müssen wir uns mal runterholen. So. Mach das noch. Die haben Wolfram gedroppt. Nice, endlich. Was will ich denn mit deinem Bein? Oh Gott, das auch noch. Hör auf, hier rumzukotzen. Das ist so leicht. Wo ist er denn noch da? Okay. Werde nicht mal ein bisschen Munition gedroppt. Ich hasse diese. Ja, kämpfe so lange, bis der Aufzug da ist, Sequenzen. Gott. Das kriege ich immer so Nightmares von anderen Horrorspielen, wo es diese Sequenzen zuhauf gibt. Da ist es, eine Platine. Zielfernrohr. Halbleiter. Upgrade-Platine. Ersatzteilebox. Energieumwandler? Was? Nee, es gab doch keinen Bauplan. Komisch. Dann habe ich mich wohl geirrt. Tja, dann können wir auch gehen. Achso, warte mal. Ja, der schickt mich zur anderen Seite. Dann müsste die Tür jetzt hier offen sein, auf der Seite. Ja. Dann müssen wir auch, glaube ich, gleich wieder zum Skip kommen. Genau, da sind wir auch schon so gut wie da. Sind nur noch in den Aufzug. So, hier gibt es eine Werkbank, genau. Nein, nein, nein. Deswegen gehe ich jetzt nochmal an die Werkbank, bevor wir die Folge beenden. Wird mein ganzer Kram abgegeben. Bei der nächsten Möglichkeit, bei einer Anzugstation, werde ich dann endlich meine Lebensenergie upgraden. 136 Wolfram. Ich scheiß mich voll. Fuck yeah. Das finde ich sick. Also wenn ich mal somatisches Gel brauche, verkaufe ich immer meine ganzen kleinen Medipacks. Ich hab Tab gedrückt. Naja. Jetzt soll ich mir das Tutorial nochmal anhören. Ist okay. Fuck off. Überspringen. Ja. Voll wiederholen gedrückt. Never again. Bin zum ersten Mal Dead Space 3 hier. Dieses Tutorial, was ihnen erklärt, wie sie mit der Werkbank umgehen. Na gut. Aber ich würde Google und sagen, vielen Dank erstmal fürs Zusehen bei dieser Episode von Dead Space 3. Ich werde jetzt nochmal zum Skip zurückgehen und dann sehen wir uns dann wieder. Wenn wir dann wieder zurück sind beim Vorratslager, beim Munitionslager, und dann machen wir dann dort die nächste Sidequest, ne? Ich werde jetzt nämlich nochmal offscreen zurückgehen, den Weg sparen wir uns jetzt erstmal für die nächste Folge, und dann machen wir dann dort dann weiter, weil ich denke, dann wird auch gespeichert, sobald ich aus dem Skip aussteige, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Dead Space 3. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.